Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Nordfriesland. Ja, nach einem kurzen Neustart scheint es jetzt endlich wieder zu klappen hier mit Cosplay. Dass zumindest das Fensterchen beim 9er Deutz wieder da ist. Und aktuell befinden wir uns hier auf dem Weg zur Wiese 24. Wo wir wollen da mal ein bisschen Dünger ausbringen. Und ja. Danach müssen wir mal schauen, dass wir dann die Drille an den 900er Fan klemmen. Und dann auf Feld 13 dann schon mal wieder ein bisschen was ausbringen. Ich denke, da wird es dann auch wieder Raps geben. Und der Raps wird auf jeden Fall dann wieder dafür verwendet werden, um Diesel herzustellen. So, Diesel ist auch wieder ein gutes Stichwort. Wir müssen ja den Raps, den wir jetzt auf der 1 bin ich falsch gefahren. Also, der Raps, der auf der 1 ist, der muss auf jeden Fall noch in die Raffinerie gebracht werden. Und das übernimmt er hier mal. Wir werden dazu auch noch einen Anhänger kaufen. Wohlgemerkt. Größe, ich denke mal hier dieser hier, der wird es werden, also die hier mit diesen kleinen handlichen 31 Kubik Anhängern habe ich eigentlich so die besten Erfahrungen gemacht. Hier bei den 40 Kubik, da, ja, ich weiß nicht, das ist noch so ein Ding, sträube ich mich so ein bisschen davor, ne? Wir haben keine Fahrzeuge irgendwie, die, da weiß ich nicht, eine Grundlage dazu bilden oder was, ich weiß es nicht, um oder das Ganze zu rechtfertigen auch, um diese großen Gerätschaften zu ziehen hier, ne? Wir haben nicht die Fläche, die benötigt wird, wir haben, ja, weiß ich nicht, viele Sachen einfach, die nicht zutreffend sind, um einfach so große Gerätschaften hier zu bewegen, also, ne, da fährst du dann zweimal, hast dann halt dein Zeug eingebracht, ja, super. Dafür weiß ich nicht. Brauche ich dann keinen anderen oder keinen großen Traktor? Dann fährt er zweimal und dann steht er halt rum. Ne? Das ist halt so das andere Ding. Also ich habe die Maschinen ganz gerne im Einsatz, bevor sie dann halt wie gesagt dumm rumstehen. Nehmen wir es einfach mal so. Wir werden jetzt noch schnell ein Frontgewicht für den ja organisieren. Gewichte. Ja, 900 Kilo, so ein Klotz brauchen wir einfach mal, ja. So. Und dann haben wir, glaube ich, einen Verteilerkurs dafür. Hochsilo-Verteiler, diese Produktion, jawohl, das sieht schon mal gut aus. Laden am Startpunkt und du sollst Raps laden. So. Das muss auch funktionieren. Hör doch auf zu schieben von hinten. Es hat doch keinen Sinn. So fährt er eigentlich nicht weiter. Du hast doch eigentlich einen Kurs, der noch weitergeht. Müssen wir mal gucken. Alte Zeit. Ach, deswegen. Alles klar. Dann kann das ja wieder aussehen. Ich habe hier den Kurs ein bisschen anders eingefahren in der Zwischenzeit. Ich habe mal kleine Kombinationen vorgenommen, die das Fahrzeug dann halt hier hin oder hier rüber führen. So, und das kann nämlich jetzt bedeuten, dass wir hier unser Silo leer kratzen können. Da sind jetzt noch 260.000 drin, das ist jetzt nicht mehr die Welt, ne? Aber auf jeden Fall kommen wir jetzt in die Bredouille, dass wir halt nur noch, ja, weiß ich nicht, einmal
den Fermenter. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Fermenter und ein Fermenter kostet wie viel? Da würde ich ganz gerne mal noch aus dem Hause Fettmods hier nachgucken. 195.000. Gucken wir mal, ob der denn bei uns hinpassen würde. Wo ist er denn? Hier. Die Größe ist ähnlich. Wenn ich dich jetzt nehme. Und einfach mal drehe. Dann müssen wir die Ansicht noch ein bisschen drehen. So. Ja, da fährt er rüber. Ist ein bisschen schlanker, ne? Ich würde den schon gerne hier wieder drauf platzieren. Der ist ein bisschen schlanker. Aber ich glaube, ich lasse den einfach hier. Das ist ja der, den ich privat bekommen habe. Wäre unrecht, wenn ich dem guten Wilhelm jetzt hier das Ding wegnehmen würde. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten. Da geht kein Weg dran vorbei. Und das heißt hier Gas, 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 Gas. Ne? Und ohne Ende Silage produzieren. Das ist halt noch so ein großes Problem. Kalkwerk sehe ich jetzt erstmal nicht so, dass wir das brauchen. Unbedingt, zwingend, wie auch immer. Kompost. Kompost ist hier scheinbar das große Thema. Mehlfabrik 650.000. Ich würde die ja dahin platzieren, wo sie auch hingehört. Ne? Irgendwo hier. So, wie ist das denn hier mit dem Abladen? Der fährt da durch. Da ist Entnahme. Ja. Da würde es passen. Aber die Entnahme ist scheiße. Ein bisschen enge. Es geht nur in eine Richtung, ne? War so rum. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Du musst vorne die Entnahme hinpacken. So irgendwie. Weil du brauchst den Platz, um ja reinzufahren, über die Gosse zu fahren, einmal um das Gebäude rum und dann hinten rum wieder raus, ne? Und so kannst du dann halt vorne reinfahren, kannst die Entnahme machen und kannst auf der zweiten Ausfahrt Richtung Bäckerei hinten dann rausfahren. Also das würde schon gehen. Mir wäre es ja auch ganz lieb, wenn das Gebäude hier einfach weg wäre, ne? Aber die Frage ist, was hat er noch geplant mit Global Company? Das können wir uns wahrscheinlich dann auch von der Backe streichen. Das war da irgendwie... So, guck mal. Das würde doch passen hier. Das Silo steht noch auf dem Gelände und nicht auf den Gleisen. Wir hätten genügend Platz zum Drumrumfahren. Ich platziere das jetzt mal hier. So, du kannst am ersten Wegpunkt losfahren. Warum stehst du noch hier? Jetzt machen sie das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon wollte, dass sie wirklich am Haltepunkt anhalten, ne? Meine Güte, ey. Ach, jetzt hängt hinten das Gewicht da im Wege, ne? Ja. Ein bisschen die Wände nach unten ziehen, das wäre natürlich dann optimal, ne?
dass das Gegengewicht dann halt hier so ganz knapp rüberschleifen kann. Das wäre noch was, ne? Ah, komm, hoch mit dir. Alter, steif, verdammt nochmal. So, jetzt müssen wir das Ganze so justieren, dass wir hier trotzdem noch fahren können. Ein bisschen raus. So, und abladen. So. So wollte ich das die ganze Zeit haben, ne? Dass ich ihn jetzt einfach nur noch hier losschicken kann, sagen kann, hier, wir machen das jetzt einfach mal. Versuche da eine Sekunde Haltezeit zu geben. Ach ja. So, weg mit dir. Der ist fertig. Sehr schön. Oh, wir haben noch so viel Fläche abzuernten. Ey, es ist unglaublich, ne? Unglaublich. Was wollte ich denn mit dir? Achso. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen vorankommen hier. Da haben wir natürlich ein bisschen Geld ausgegeben. Ich würde ja ganz gerne jetzt noch weitere Produktionen platzieren, ne? Jetzt haben wir gerade mal die Gelegenheit dazu. Eine Pelletfabrik. 585.000 ist ein bisschen teuer, ne? Zucker. 600.000. Allmächtiger. Die Schweinefutterherstellung, die würde ich auf jeden Fall gerne nochmal ins Spiel bringen. Aber Mehlfabrik ist auf jeden Fall schon mal gut. Düngerherstellung, die können wir auch noch platzieren. Einmal zum Hof, bitte. Da ist er. So, und hier haben wir jetzt natürlich das Problem. Wohin damit? Wir brauchen... nee, das wird so nichts. Wir brauchen dich. Wir brauchen einen Schwader. Wir brauchen dich, der sofort abfährt. So, jetzt produzieren wir schon mal Dünger, Dieseldünger. Das bedeutet, wir kriegen Diesel, den wir dann auch schön oben in den Komposter reinstopfen können. Dann können wir da auch noch ein bisschen Geld verdienen, wenn wir das Stroh dann abfahren. So, jetzt müssen wir erstmal Wiese 33. Jetzt habe ich extra noch in der vorherigen Folge, weiß nicht, zwei, drei Folgen ist es her, dass ich den Schwadenkurs nochmal neu gemacht habe. Naja, wenigstens zweimal angewandt. Und siehe da, er stellt fest, er hat das Wenden vergessen. Wir wollen doch Heu machen. Dann mach doch auch Heu, Junge. Mach's doch nicht so kompliziert, ey. Aber das können wir alles hier schön mit dem Kleinen machen. Wir schnappen uns gleich dann den Großen. Und fahren noch Richtung Feld 13. Da will ja noch gedrillt werden. So, am ersten Wegpunkt den Abfahrer einstellen. Dankeschön. Oder machen wir auf der 13 auch noch Mais. Aber die 13 zum Exeln ist mies. Wir machen erstmal Folgendes. Wir machen auf die 1 machen wir Mais. Und wir nehmen erstmal einen Kurs auf, der von der 1 zum Hof führt. Können wir sowieso vergessen. Ach, jetzt hast du wieder keine Direktsaat. Ich raste aus. Kannst du hier eigentlich erstmal... Ah, jetzt kannst du hier noch grubbern.
Aber mit so einem 3-Meter-Grubber brauchst du hier gar nicht anfangen. Und wieder Geld ausgeben. Yay. Grubber. Was haben wir denn hier? 8 Meter. 12 Meter. Haben wir hier 6 Meter? 6 Meter. 4 Meter, ey. Guck mal hier. 4 Meter für 69.000. Ja, die Technik dahinter hin oder her. Alter Schwede, aber das ist doch für ein Spiel nicht gut. 12,2 Meter. Mal 3. Details. Auf. Oh. So, dann machen wir das halt eben so. Ja, und somit wieder Geld ausgegeben hier und wieder wenig dagegen zu setzen, was wir halt an Einnahmen haben. Es hinkt ein bisschen, es hinkt, aber wir sind auf jeden Fall dran und versuchen das Beste daraus zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal wieder bei euch fürs Einschalten, Zuschalten, dabei sein, mitmachen, liken, kommentieren, abonnieren, Dinge eben. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.